Willkommen zu unserem nächsten Talk im Wireless Community Weekend 2021. Ich freue mich, dass wir Bea nochmal begrüßen können. Bea hat uns einen weiteren Vortrag mitgebracht aus dem Umfeld Juristerei und Internet. Bevor wir loslegen, wie immer noch für die, die es erstmal dabei sind, noch der Hinweis: Ihr könnt Fragen stellen oder auch Kommentare hinterlassen auf einem eigenen Pad. Das Pad ist verlinkt in dem Fahrplan. Also einfach aufrufen, dort eure Kommentare, Ideen, Meinungen hinterlassen oder Ähnliches, was uns weiterhilft und was wir dann am Ende zusammenfassen. Ihr könnt das auch machen in den Stream-Chats. Also wir sind ja online auf Twitch, YouTube und im Freifunk München Streaming. Wir schauen halt alle Chats an, gucken dort nach Kommentaren, Fragen und sammeln die dann auf dem Pad, um am Ende einmal durchzugehen. Ja, und Bea, bevor es losgeht, tolle Themen. Du hast uns aktuelle Urteile mitgebracht aus dem Jahr 2020 und 2021. Ich glaube, 4 Urteile. Du willst uns mal ein bisschen beschreiben, wie verquer das Ganze so läuft. Und ich bin schon sehr gespannt und neugierig. Vielleicht erzähl noch ein bisschen zu dir und dann freue ich mich, wenn du uns jetzt ja mal einen kleinen Talk gibst zu dem Thema. Dankeschön. Ja, ich bin Rechtsanwältin, mache am liebsten im Bereich Datenschutz. Durch Freifunk bin ich in diese Abmahnproblematik geraten, vor 10 Jahren mittlerweile. Das lag daran, dass ich Nummer eins, das sehr negativ beeindruckend fand, dass durch die Abmahnung Freifunk derart in Gefahr geriet, dass nach den Abmahnungen logischerweise, weil die Haftung, das Risiko in die Haftung genommen zu werden, so groß war, dass die Knoten geschlossen wurden. Und zum anderen fand ich das juristisch alles sehr konstruiert, insbesondere die Störerhaftung, aber auch der Weg, wie die Rechteinhaber an den Anschlussinhaber, an die Daten von den Anschlussinhaber gekommen sind, fand ich fragwürdig und habe mich mit dem Thema beschäftigt, immer mehr. Es gab ja auch sehr starke Lobbyarbeit von den Freifunkern und Freifunkerinnen, erfolgreich, und der Gesetzgeber unterstützt auch das Teilen des Anschlusses. Dann wird man Diensteanbieter nach dem Telemediengesetz und ist natürlich auch privilegiert in der Haftung. Also es ist eine Unterstützungsleistung des Gesetzgebers, dass der Anschluss auch geteilt wird. Jedoch gibt es eine starke Industrie, die Tausende von Abmahnungen täglich verschickt, bundesweit. Und diese Problematik müsste sich eigentlich erledigt haben mit der letzten Gesetzesänderung von 2017, Herbst 2017. Und dass das leider nicht so ist, möchte ich anhand von 3 Beispielen zeigen. Alle 3 Verfahren haben Freifunker zum Gegenstand. Und ich äußere heute wieder und dieses Jahr wieder den Wunsch, dass das endlich aufhört, also dass Abmahnungen gegenüber Privatpersonen ausgesprochen werden können. Also im B2C-Bereich ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung, ist ein großes Gefälle, und Privatpersonen haben große Schwierigkeiten, diese Anwaltsbriefe überhaupt zu verstehen und nachzuvollziehen, was da vorgeworfen wird, warum vorgeworfen wird, wie sie sich am besten dagegen verteidigen, was eigentlich alles nicht sein dürfte. Aber da ist ein großes Geschäft steckt dahinter. Das ist leicht verdientes Geld für viele Anwälte. Das sieht man auch daran, dass die Briefe sich sehr, sehr ähneln. Und eben hier wieder, das muss in Zukunft aufhören. Erstmal grundsätzlich, dass die Gefahr wieder verschwindet, und konkret jetzt anhand dieser 3 Gerichtsverfahren, weil auch juristisch ist es nicht in Ordnung, was dort passiert. Zur Übersicht. Ich führe kurz in diese Problematik Freifunk und Provider-Privileg ein, damit wahrscheinlich wissen leider das sehr viele, aber
gibt auch ein paar Glückliche, die kennen dieses Problem nicht, haben es noch nicht persönlich erlebt. Deshalb schildere ich das und dann gehe ich in eine Entscheidung vom Amtsgericht Charlottenburg von 2019. Ich gucke mir die Entscheidung vom Amtsgericht an, auch wenn letztes Jahr das Landgericht Berlin im Berufungsverfahren entschieden hat, ist von Interesse das Urteil aus Charlottenburg, weil das Landgericht im verkürzten Verfahren dieses Urteil einfach nur bestätigt hat. Dann als zweites das Verfahren, das es vor das Kammergericht sogar geschafft hat mit mündlicher Verhandlung, und als drittes das Verfahren in Köln. Da haben wir die Berufung, die ist anhängig und wird auch im Sommer verhandelt. Das wird dann auch nochmal spannend, ob sich da in dem Verfahren tatsächlich nochmal was verändert an dem Urteil. Und ich gucke in die Zukunft, weil wir hier in der Zukunft bestimmte konkrete Probleme, die ich hier gerne herausarbeite, hoffentlich gelöst bekommen. Also erstmal rein ins Providerprivileg. Wir haben das Telemediengesetz. Das Providerprivileg gab es schon vor 2017. Nur entstand über Gerichte, also nicht als gewollte gesetzliche Normierung, sondern im Rahmen des Richterrechts die sogenannte Störerhaftung. Also die gibt es im Zivilrecht und da macht es ein sinnvolles Werkzeug. Wir brauchen auch die Störerhaftung. Aber im Bereich dieser Kommunikation, also des Kommunikationsmittels, ist es wirklich fraglich, weil die Voraussetzung ist, dass der Anschlussinhaber, der dieses Kommunikationsmittel teilt, das Teilen eine Gefahrenzone verursacht oder eröffnet, eine Gefahrenquelle eröffnet und selber tätig werden muss, damit dritte Personen über seinen Anschluss keine Rechtsverletzungen begehen. Dem Ganzen, diesem ganzen richterlichen Konstrukt, hat der Gesetzgeber zweimal eine Absage erteilt. Das letzte Mal nochmal ausdrücklich im Gesetz, dass es eben für Anschlussinhaber keine Störerhaftung gibt. Er ist nicht dafür verantwortlich, was Dritte im Internet machen, und kann da dementsprechend auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Also kein Schadensersatz, kein Unterlassen, keine Zahlung des gegnerischen Anwalts. Und dazu gehört auch der Gesetzestext, also der gesetzgeberische Wille, dass diese Diensteanbieter, also hier die Vermittler des Zugangs zum Internet, das ist ja ein Diensteanbieter, ist auch legal definiert am Anfang des Telemediengesetzes, nicht verpflichtet sind, die übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen und auch nicht nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hindeuten. Das ist der Gesetzestext. Und dann gucken wir, was die Gerichte daraus machen. Der Fall ist ja, ein Anschlussinhaber teilt seinen Zugang mit anderen Personen und einer dieser anderen Personen begeht eine Urheberrechtsverletzung. Diese Urheberrechtsverletzung wird von einem Dienstleister des Rechteinhabers protokolliert, diese Tätigkeit, und in Form einer Excel-Datei aufgelistet und ihm wird ein anwaltliches Schreiben zugesandt, wo dann auch Schadensersatz verlangt wird. Das liegt zwischen 500 und 1500 Euro, also locker ein Monatsgehalt. Das heißt, wir reden tatsächlich über Geld. Und dann Unterlassungserklärung hatten wir lange
das Problem, teilweise wird die noch verlangt, teilweise nicht. Aber so eine Unterlassungserklärung bezieht sich dann auf diese konkrete Urheberrechtsverletzung und ist strafbewehrt und gilt dann auch 30 Jahre. Das heißt, es ist eine Urkunde in der Welt, die dann halt das halbe Leben noch da ist. Man weiß nie, wie das in der Zukunft läuft. Ich würde auch gerne mal wissen, wo von diesen Tausenden von Menschen diese Urkunden aufbewahrt werden und wie und was eigentlich damit passiert. Vielleicht mag mir jemand das beantworten, vielleicht hat irgendjemand tatsächlich Kenntnis darüber. Und dann muss er darauf reagieren. Also entweder schreibt er zurück, ja, habe ich getan und kann vielleicht noch verhandeln, dass der Schaden verringert wird im Rahmen von Vergleichsverhandlungen. Oder er war es eben nicht und wehrt sich gegen die Abmahnung, sagt, die ist unberechtigt aus den Gründen. Und es hat der Freifunker hier noch nicht mal machen können, tatsächlich in dem Verfahren vom Amtsgericht Charlottenburg. Also das Amtsgericht Charlottenburg ist übrigens in Berlin das Fachgericht für Urheberrechtsverletzungen. Das heißt, sämtliche Verfahren gegen Anschlussinhaber wegen Urheberrechtsverletzungen, die die Summe von 5.000 Euro nicht übersteigen, landen genau bei diesem Gericht. Und hier konnte der Freifunker hatte in einer sehr großen Wohngemeinschaft, die waren zu siebt, auf Freifunk installiert, sodass halt jeder, also auch Gäste und Freunde und Familie, auch die Fluktuation in so einer großen WG ist auch sehr hoch, niederschwellig aufs Netz zugreifen kann. Finde ich großartig, sich um sowas zu kümmern, sowas zu machen, für andere bereitzustellen. Und er hat tatsächlich auch die Abmahnung nicht bekommen. Also das war nicht Walter Frommer, sondern das war eine andere Kanzlei aus Hamburg, die hat nicht so oft geschrieben wie Walter Frommer. Das Einzige, was er bekam, ist ein Mahnbescheid mehrere Jahre später. Und hat er Widerspruch eingelegt, man wusste nicht, worum es geht, kam gleich die Klage und in dem Verfahren, also aus der Klageschrift, hat er dann erstmals die Kenntnis erlangt, wann das gewesen sein soll und um welche Urheberrechtsverletzung es gegangen hat. Ja. Jedoch hat er zu diesem Zeitpunkt in dieser Wohngemeinschaft schon lange nicht mehr gelebt, schon mehrere Jahre nicht gelebt. Also man muss auch gucken, diese Urheberrechtsverletzungen, weil es eine unerlaubte Handlung ist, verjähren nach 10 Jahren. 3 Jahre Verjährung für die Ansprüche des gegnerischen Anwalts, dass sie bezahlt werden, aber 10 Jahre auf die unerlaubte Handlung. Und er hatte keinen Kontakt mehr, also wenig, das war auch, also es gab keinen, ja, also kein Anhaltspunkt, wusste auch nicht mehr genau, wer alles da von diesen 7 Leuten da gewohnt hat. Also war eine schlechte Situation, hat sich aufs Provider-Privileg berufen. Wir waren dann in der mündlichen Verhandlung und dann hat der Richter ganz klar gesagt, dass er einen Namen mindestens braucht von denjenigen, die in der WG gewohnt haben, um halt irgendwie einen anderen Täter zu bekommen. Dann war jetzt mein Mandant, also der Freifunker in der Situation, entweder er schiebt den schwarzen Peter irgendjemandem zu, also willkürlich ins Blaue hinein, oder wird halt verurteilt. Also ihm wird vorgeworfen, hier was auf dem Slide steht, dass er nichts zur Aufklärung konkret beitragen konnte. Weder hat er ihr jemanden namentlich genannt, noch hat er das Nutzerverhalten von demjenigen vorgetragen, noch die konkreten Kenntnisse, wahrscheinlich die technischen Kenntnisse und Fähigkeiten. Also vielleicht auch, ob irgendjemand dann konkret diesen Film kannte. Auf jeden Fall irgendwelche Indizien ins Blaue hinein, ohne dass er halt auch nur einen Ansatz davon hatte, wer als Täter in Betracht kam, und wir haben dann
die Verhandlung unterbrochen, haben uns beraten und der meinte, er kann das nicht machen. Das, also man kann, so, also ja, er ist der Meinung, dass er sowas einfach nicht machen kann, finde ich vollkommen richtig und ist dann auch das Urteil gegen ihn ergangen. Und das Landgericht hat im verkürzten Berufungsverfahren gesagt, dass halt einfach das Telemediengesetz nicht auf ihn Anwendung findet. Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde ins Verfahren genommen, hat auch ein Gutachten erstellt, beraten und sich entschieden, die Beschwerde nicht zur Entscheidung anzunehmen. Und das Verfahren ist beendet. Okay, dann das nächste Verfahren, und zwar das fing beim Landgericht an, also eigentlich beim auch wieder beim Amtsgericht Charlottenburg, weil es ja auch wieder ein ganz normales urheberrechtliches File-Sharing-Abmahnverfahren gegen einen Freifunker, landete zuerst beim Amtsgericht Charlottenburg, hat sich für nicht zuständig erklärt, weil es der Meinung war, dass das Unterlassungsbegehren bei weit über 5.000 Euro liegt, läge. Und das Ganze ging zum Landgericht und darüber habe ich auch schon mal berichtet. Und dann sind wir vom Landgericht dann zum Kammergericht, kein verkürztes Verfahren und mit mündlicher Verhandlung, also öffentlicher Sitzung. Da wurde dann derjenige als Zeuge befragt, also von dem Anschlussinhaber wurde derjenige als Zeuge benannt, der die Freifunk-Firmware auf den Router installiert hat und sozusagen Zeuge dafür ist, dass zum Tatzeitpunkt auch Dritte diesen Anschluss mit nutzen konnten, dass es gerade darauf angelegt war. Dazu auch noch, dass es sich um ein Wohnprojekt handelt und alle in dem Wohnhaus auf dieses Netz zugreifen konnten. Das war das, was von uns vorgetragen wurde. Der Zeuge wurde auch geladen und vernommen. Und Gegenstand der Befragung war vorwiegend, ob der Zeuge, der die Firmware installiert hat, bezeugen kann, also sozusagen ausschließen kann, dass der Anschlussinhaber zum Tatzeitpunkt die Urheberrechtsverletzung begangen haben soll. Und das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Also natürlich kann er das nicht. Er hat ihn ja nicht kontrolliert. Er hat ja auch nicht, ja, da brauche ich, glaube ich, nicht weiter in die Sache zu gehen, um zu erkennen, dass das nicht geht. Also, also erstens ist ja auch der Anschlussinhaber gar nicht verpflichtet, Beweis zu erbringen, dass er die Rechtsverletzung nicht begangen hat, sondern er muss einfach nur Umstände vortragen, die naheliegen, dass halt andere Dritte diese Urheberrechtsverletzung begangen haben. Und das ist bei einem Freifunknot und vor allem bei einem Wohnprojekt wahnsinnig wahrscheinlich. Und damit hat sich, also mit dieser Provider-Privilegierung vom Telemediengesetz, hat sich das Kammergericht überhaupt nicht beschäftigt, sondern ist allein der Frage nachgegangen, ob der Zeuge ausschließen kann, dass der Anschlussinhaber die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Das ist kafkaesk. Wir waren auch sehr beeindruckt, wieder negativ beeindruckt. Und er wurde auch verurteilt. Das Ganze liegt noch beim Bundesverfassungsgericht. Das Problem ist aber, dass es war eine negative Feststellungsklage. Und die Rechtsinhaberin hat den Freifunker jetzt verklagt vor dem Landgericht. Es wird im Juli auch verhandelt. Auf Unterlassen von mit Strafwert von 200 Euro. Also da versucht wirklich jemand dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Netze nicht teilen. Also mal gucken, wie das Verfahren weitergeht. Und dann komme ich zum dritten und letzten Fall. Das ist die alte Dame. Die alte Dame, die gar nicht die Fähigkeit hat, einen Rechner zu benutzen. Sie ist künstlerisch-bildhauerisch tätig und lebt mit ihrer Familie, auch mit ihrem Sohn. Und der hat einen Freifunk-Firmware installiert. Und jetzt ist Gegenstand der Berufung die Frage, was eigentlich
von jemandem, der ein öffentliches WLAN betreibt, erwartet werden kann, was er vor Gericht vorträgt zu unbekannten Dritten. Das muss verhandelt werden. Das wird, soweit ich sehe, wenig bis gar nicht verhandelt. Also hier ist das Amtsgericht Köln wenigstens auf die Idee gekommen, das Telemediengesetz mal anzuwenden und anzugucken. Ist aber eben der Meinung, dass die sogenannte sekundäre Darlegungslast, das ist wahnsinnig juristisch, also sozusagen im zweiten Weg oder im zweiten Schritt muss man etwas erzählen, um sich selber zu entlasten. Ist auch eine Besonderheit, ist auch aus dem Richterrecht und das soll kollidieren mit dem Provider-Privileg. Wir haben die sekundäre Darlegungslast, das bedeutet, dass die Rechteinhaber sozusagen verfahrensrechtlich unterstützt werden, den Schadensersatz geltend zu machen, weil sie nur bis zum Router gucken können und alles, was hinter dem Router ist, also die tatsächliche Nutzung, das kann nur der Anschlussinhaber sagen. Und da muss eine Auseinandersetzung darüber stattfinden, wie weit reicht eigentlich die sekundäre Darlegungslast und wie gehen wir mit dem Providerprivileg um, weil der Gesetzgeber ja sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass er möchte, dass man den Zugang zum Internet anderen, also dritten Personen vermittelt. Das ist ja ein Fakt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das heißt, der Gesetzgeber hat ein Versprechen gemacht. Er hat sich die Mühe gemacht, im Gesetzgebungsverfahren, das war langwierig und schwierig, hat viele unterschiedliche Lobbyverbände und Vereine angehört und ist dann zu einem Ergebnis gekommen und hat ein Gesetz erlassen. Und zwar ganz klar hat der Gesetzgeber gesagt, dass das Vorgehen der Rechteinhaber in Deutschland nicht das ist, was der Gesetzgeber möchte. Er möchte, wenn überhaupt das gesperrt wird, da müssen sich die Gerichte auch auseinandersetzen, aber vor allem möchte er, dass für diese Sperransprüche und natürlich auch davor dann auch die, wenn es Abmahnungen gibt, dann die Abmahnung, dass da die Anschlussinhaber nicht mehr Schadensersatz und Aufwendungsersatz zahlen müssen und auch schon gar nicht Unterlassungserklärung und schon gar nicht tatsächlich dann die Nutzer, die protokollieren und die Namen erfassen, also so, dass sich dann jemand irgendwie anmelden muss. Es steht alles im Telemediengesetz und der Gesetzgeber hat nicht nur gesagt, dass er das nicht möchte, er hat das geregelt und er hat versprochen, dass das Teilen, das Anbieten des Zugangs zum Internet haftungsprivilegiert ist. Und das ist ein Unding, dass 2021, also 3,5 Jahre später, das immer noch nicht von den Gerichten adäquat umgesetzt wird, jetzt gerade erst mal angefangen wird, das überhaupt zu diskutieren. Ich bin sehr gespannt, was vom Landgericht dann da passiert. Okay, dann gehe ich mal in den Ausblick. Diese Fälle, das sind ja nur ein paar, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Es gibt natürlich noch leider viel mehr Fälle, zeigen, dass wir auch ein Problem mit Richterrecht haben. Das heißt, der Gesetzgeber regelt etwas. Wir haben eine klare Gewaltenteilung. Diese Gewaltenteilung ist auch verfassungsrechtlich festgeschrieben und gewährleistet. Und Richter setzen sich darüber hinweg und sind der Meinung, dass sie eine Rechtslücke fällen. Das fand ich mit der Störerhaftung schon sehr tapfer, das zu machen. Aber da hatte oder könnte man sich streiten, dass der Gesetzgeber sich da noch nicht so deutlich geäußert hatte, obwohl er das halt im Telemediengesetz einfach nicht vorgesehen hat.
die Literatur hat auf die Gesetzesänderung im Telemediengesetz auch derart reagiert, dass sie gesagt haben, da war eine Klarstellung vom Gesetzgeber, es war keine Neuregelung, es war eine Klarstellung, dass es diese Störerhaftung einfach nicht gibt und nicht gewollt ist. Das heißt, das ist als Richterrecht in die Welt gesetzt worden und daran klammern sich noch Richter und Urteilen auch in dem Sinne noch weiter, weil auch die Korrekturen nicht stattfinden. Durch die sekundäre Darlegungslast hat mir der ein oder andere Richter auch klar mitgeteilt, sind sie der Meinung, dass sie ein weites Ermessen haben, und zwar ein weites Ermessen dahingehend, ob sie dem Vortrag des Anschlussinhabers glauben, dass da irgendein anderer Dritter als Täter in Betracht kommt. Das heißt, der Anschlussinhaber muss so viel Information und so viel überprüfbare Information über die Nutzer gerichtlich vortragen und einbringen, dass der Richter dann davon überzeugt ist, dass jemand Konkretes anderes als Täter in Betracht kommt. Diese Daten dann natürlich von der Rechteinhaberin verwendet werden, um dann gegen den anderen vorzugehen, solange er das nicht kann. Im Rahmen dieses weiten Ermessens sagt dann der Richter, okay, ich bin nicht überzeugt, dass es ein konkreter anderer war und ich verurteile dich als Täter. Und das läuft auch unter dem Begriff, was ist dem Anschlussinhaber zumutbar oder nicht zumutbar vorzutragen. Wir haben zum Beispiel auch ein Urteil vom Amtsgericht Charlottenburg, auch wieder vom Landgericht bestätigt, dass eine Person aus dem CCC-Umfeld, also da hat die Rechteinhaberin hat recherchiert und in der mündlichen Verhandlung, also so wie man es im Fernsehen sieht, wirklich, no shit, ist aufgesprungen und hat verteilt, ausgedruckt, das Internet ausgedruckt, wo die Person im Kontext vom CCC aufgetaucht ist und hat gesagt, also wenn Sie in diesem Rahmen Ihre Fähigkeiten zur Schau stellen, dann können Sie auch Ihre Familienmitglieder überwachen und dann können Sie, haben Sie auch die technischen Fähigkeiten, hier vor Gericht darzulegen, wer jetzt, ob das Ihre Frau oder Ihr Sohn oder wer auch immer war, die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Das ist absoluter Wahnsinn. Also hier ist dann jetzt die Zumutbarkeit, Unzumutbarkeit abhängig, was für technische Kenntnisse ich habe. Das ist auch wirklich fraglich. Ja, man muss erst mal gucken, ob das rechtlich überhaupt erlaubt ist. Wir haben ja Regelungen, wo man sich strafbar macht, besonders nochmal bei den Familienmitgliedern, besonders auch nochmal bei der Ehefrau, wenn man da einfach auf die Rechner geht. Wir haben ganz klar vorgetragen, dass eine Freigabe nicht von den Familienmitgliedern erfolgte. Dennoch war das der Grund für die Verurteilung des Anschlussinhabers. Es gibt ja übrigens auch einen Bereich, wo ich viel bereiter wäre, über die, also so zu sprechen, also so auch über eine Kontrolle zu sprechen. Und zwar geht es da um die Persönlichkeitsrechtsverletzung, wo es wirklich darum geht, dass das Leben von anderen Menschen zerstört werden soll, dass sie halt wirklich im Internet verfolgt werden, damit sie ihre Stimme verlieren. Da kann man, also in dem Bereich, der so empfindlich ist und wo es auch so richtig in die Lebenszerstörung reingeht, auch in jemanden kaputt zu machen, dass man darüber spricht, dass der Anschlussinhaber ab einem bestimmten Grad auch in der Verpflichtung steht, rechts und links zu gucken, wer ist denn da Nutzer. Aber nicht aus wirtschaftlichen Zwecken. Ja? Und im Bereich der Verletzung der Persönlichkeitsrechte wird es noch nicht mal diskutiert, sondern das wird nur diskutiert bei einer wirklich international tätigen Industrie, die unglaublich erfolgreich ist, einfach nur, um sie wirtschaftlich zu unterstützen, aus wirtschaftlichen Gründen so ins Private reinzugreifen. Schwierig. Und dann der nächste Punkt, das ist dann sozusagen der letzte, den ich heute bediene, wir haben ja auch diese Geräte, die grundrechtlich geschützt sind. Das heißt, die Nachforschungspflichten, von denen diese Richter reden, sind ja von der Verfassung seit 2008, also vom Bundesverfassungsgericht, tatsächlich verboten. Das heißt, ich bin verpflichtet,
die Vertraulichkeit und Integrität der informationstechnischen Systeme zu schützen und dort nicht einzugreifen von den Nutzern, die den Anschluss nutzen, also die dort kommunizieren. Also es steht ja sozusagen ein Grundrecht, also nicht, auch nicht das einzige, aber ein großes, wichtiges Grundrecht dagegen, dass der Anschlussinhaber erforscht, nachforscht, wer die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Also das ist das Computergrundrecht, das soll nach dem Bundesverfassungsgericht, also ich habe das unten mal zitiert, diese Entscheidung von 2008, einfach so umfassend wie möglich vor ungerechtfertigten Eingriffen schützen. Hier geht es darum, ob der Anschlussinhaber einen prozessualen Nachteil erleidet, wenn er nicht in dieses Grundrecht eingreift. Und wenn wir das mit derartigen Materien zu tun haben, also auf der einen Seite das geistige Eigentum und auf der anderen Seite eben mindestens Computergrundrecht, dann muss es diskutiert werden. Das kann nicht sein, dass Richter einfach diese rechtliche Seite der Betroffenen ignorieren und sich überhaupt nicht damit beschäftigen. Also weder mit dem Spezialgesetz noch mit der verfassungsrechtlichen Grundlage als Schutz, sondern einfach sagen, der Vortrag reicht uns nicht, du hast uns keinen anderen Täter geliefert und deshalb verurteilen wir dich. Also in dem Sinne wünsche ich mir, dass wir uns inhaltlich mehr mit den Rechten auseinandersetzen, die damit verbunden sind, dass ich eben mit unterschiedlichen Rechnern kommuniziere, also das Internet nutze und dass ich auch geschützt bin. Und danke für die Aufmerksamkeit. Und stehe vielen Dank, Bea. Freudestrahlend für Fragen. Ja, das bitte. Merke ich. Vielen Dank, Bea, für den wirklich engagierten Vortrag. Ein guter Talk für dich. Beeindruckend, wie passioniert du dabei bist. Finde ich auch gut. Ist auch gleich ein Feedback aus dem Chat, das gekommen ist. Vielleicht die, eine Frage, genau, die bezieht sich sogar ein bisschen auf den vorigen Vortrag. Wie bekommen wir denn in Gottes Namen mehr IT-Expertise in die Richter hinein? Was schlägst du vor? Ja, das ist eine politische Forderung. Es ist tatsächlich auch eine politische Forderung. Richter müssen sich fortbilden. Ganz wichtig. Also wir haben ja die Situation, dass auch Hütchen gespielt wird mit Richtern und Richterinnen natürlich, dass man eben aus dem Jugendstrafrecht dann zum Urheberrecht kommt oder Markenrecht oder ja, also das, das geht alles nicht, logisch, also aber mit der Voraussetzung, dass eben auch Richter verpflichtet sind, sich fortzubilden. Und das muss man auch gar nicht so negativ machen. Das kann ja einfach der Dienstherr organisieren. Ja, einmal im Jahr eine IT-Schulung, boom. Man kann da so viel transportieren, einfach nur die Basis erklären und natürlich auch in die Ausbildung rein. Auch, also Datenschutz sollte auch in die Ausbildung rein, ja, aber eben auch Grundlagen der Informationstechnologie. Das sind alles, das sind richtig Nischenbereiche. Ich habe in meiner Ausbildung nichts vom Datenschutz gehört, gar nichts. Fürchterlich, geht nicht. Okay. Was würdest du dir wünschen, wenn du, oder was du uns erzählst, wenn du in einem Jahr wieder hier stehst? Was Positives? Dass da Verantwortung übernommen wurde für diese Rechtsprechung, das wünsche ich mir. Und dass dem eine Absage und derart erteilt wird, dass Richter nicht mehr so urteilen. Das wünsche ich mir, dass das vorbei ist sozusagen, dass dieses lukrative Geschäft, Privatpersonen als Anschlussinhaber abzumahnen, dass das vom Tisch ist. Und ich sehe das nicht. Also regelmäßig, fast wöchentlich höre ich davon, dass Personen abgemahnt werden, ob es jetzt in meinem also erweiterten Umfeld ist, das läuft immer noch. Also die Songs, also Musik im Bereich Musik, bekomme ich keine Kenntnis mehr davon, dass da abgemahnt wird, aber vor allem Serien und Filme. Unverändert Massengeschäft.
Wichtigste Frage ganz am Schluss, ich glaube wirklich eine wichtige. Wie können wir denn ganz konkret deine Arbeit und beziehungsweise die betroffenen Freifunkerinnen unterstützen? Am besten darüber reden. Also das passiert so heimlich, habe ich das Gefühl. Irgendwie muss es auch so eine Art von Scham geben, zu sagen, dass man abgemahnt wurde. Es sind ja wirklich Tausende pro Tag, die abgemahnt werden. Das ist ja ein absolutes Massengeschäft, unverändert. Und es müssen, vielleicht fällt einem irgendjemand was ein, mehr Leuten eine Stimme gegeben werden, mehr laut sein. Also die Politik denkt, das Thema ist erledigt. Das kann ich sagen, dass ich das zurückbekomme. Das wird nicht als Problem registriert. Das läuft unterm Radar. Und das müssen wir ändern. Gut, dass du die Gelegenheit genutzt hast, gleich hier dann die Öffentlichkeit zu suchen. Klasse, danke dir nochmal. Ja, vielen Dank, Bea, nochmal. Danke, immer herzlich danke willkommen. Wir sind gespannt auf Updates, ja, was sich tut. Auch eure Initiative aus dem ersten Slot finde ich klasse. Ja, dann bleibt mir nicht viel, als euch alle nochmal darauf hinzuweisen, dass wir nach der Barbecue-Pause weitermachen mit den nächsten Slots. Wir haben auch noch Lightning-Talks im Programm. Schaut bitte rein. Könnt ihr euch auch noch beteiligen. Klare Kante, 3 Slides, paar Minuten Zeit oder 3 Minuten Zeit, so egal wie viele Slides ihr dort einbaut. Also meldet euch, schaut mal rein ins Wiki. Ja, und dann sehen wir uns in der 2D-Welt zum Essen und nachher geht es dann weiter mit den nächsten Slots. Also vielen Dank nochmal und bis später. Tschüss. Ich bin